Willkommen zurück zu Resident Evil 6. Keine Sorge, wir schaffen das. Wir müssen Ada einholen, die da vorne abgeht in ihrem Auto. Pierce fährt und wir ballern. Chris ballert. Und merkwürdigerweise sind alle Autos hier auf dieser großen, breiten Straße die ganze Strecke über nur ihre Handlanger, ihre Helfer, ihre Chavo. Die müssen wir bestmöglichst ausschalten. Tja, und wir müssen Ada auf der Spur bleiben. Im letzten Part gab's mit Chris das Treffen mit Leon. Und wer gesehen hat, dass... Wow. Hast du eigentlich einen Führerschein, Piers? Oder bist du erst 16? Meine Herren. Naja. Ich sag mal nichts dazu. Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen. Ich frag mich, was sie wohl gerade denkt. Fährt sie nach Hause oder zu ihrem Freund? Na gut, ich kenne den Text nicht. Kennt ihr das Lied? Im Wagen vor mir. Na gut, lassen wir das. Geben Sie auf, Ada. Wir haben sie. Wir haben sie. So gut wie. Es gilt anscheinend immer nur auf die Gegner, die sich auf den gegnerischen Autos befinden. Ja, dass die nicht auf uns ballern. Autsch, was sie aber in dieser Situation tun. Aber keine Angst, Ada, wir kriegen nicht. Eine echt coole Passage. Ist mal was anderes auf jeden Fall. Hat so mit Resident Evil an sich nicht mehr so viel zu tun, aber hey, es ist trotzdem episch, oder? Überhaupt wird Resident Evil 6 für meine Begriffe zu sehr zerfleischt. Also wenn man mal sieht, dass da Hates gibt und so. Ich kann es zwar verstehen, irgendwo, wenn diejenigen beleidigt sind, die sowas wie Resident Evil 1 bis 3 erwartet haben. Aber ich finde es mehr Resident Evil-like als Resident Evil 5. Also das war noch ein bisschen mehr verrückt. Außerdem sind doch viele coole Charaktere dabei und es ist eigentlich, es ist gelungen. Aber stellt euch mal vor... Sorge, Soldat, das werden wir. Schützen Sie nur die Zivilisten. Verstanden. Okay. Hoffentlich ist dieser Mistbein zu Ende. Ich wollte Delta nur mal aussprechen lassen. Ja, wenn ein Resident Evil rausgekommen wäre, was einfach nur so wäre wie Resident Evil 1 bis 3, diese steife Steuerung und so. Also das wäre ja auch die größte Kritik gewesen. Was ist los? Die Serie entwickelt sich nicht weiter. Ne? Ich muss ja zugeben, die Action in der Chris Kampagne finde ich ein bisschen zu viel, aber trotzdem nice. So, oh, Granate. Oh. Hat sie gut gemacht. Was tun wir bloß? Es hatte einen Hauch von Terminator hier. Captain, da kommt ein Zug. Ja, du sitzt doch am Steuer. Captain, da kommt ein Zug. Lenk, mein Freund. Sieht aus, als kriegen wir den nicht so einfach. Ja, willkommen zu Resident Evil Racing. Transformers. Mission Impossible. Mission Evil. Chris Bond 007. Okay, wir sind jetzt in einer Art Tiefgarage. Wo ist sie? Pierce am Steuer. Fährt vorsichtig und behutsam, und das sollten wir wohl auch sein. Weil hinter jeder Ecke womöglich etwas lauert. Eigentlich sind Tiefgaragen ein bisschen besser ausgeleuchtet, aber naja. Vielleicht ist der Bewegungsmelder kaputt. Wo ist sie? Haben wir sie aus den Augen verloren? Das nenne ich mal einen Hinterhalt! Okay, alles platt machen. Pierce hilft natürlich auch. Wenn wir die Autos in die Luft jagen, dann ist es schon die halbe Miete. Und das wäre uns in dieser Situation geglückt, oder? Wow! Es geht einfach, da sitzt noch einer.
Was für ein Stress. Alles nur, um Ada zu bekommen. Man kann gespannt sein, wie das weitergeht. Nix wie hinterher, Freunde. Und da habt ihr übrigens auch eure Dunkelheit. Hey, nehmen Sie die Waffe. Ich gehe ans Steuer. Festhalten! Ich nehme eine Abkürzung! Okay, Positionswechsel. Schlagen das erstmal ein. Jetzt müssen wir hier steuern. Bremsen, beschleunigen, Turbo. Okay. Das macht die Sache anspruchsvoller. Weil hier, das ist nicht einfach. Wow. Nein! Heilige Macaroni! Ich gehe hier nur auf beschleunigen. Turbo, machen wir mal Turbo. Um die Gegner brauchen wir uns jetzt nicht kümmern, das ist Pierce sein. Aber warum? Warum wechseln sie? Einfach so aus Abwechslung? Gut, aus entwicklungstechnischen Gründen macht es natürlich Sinn, ja? Aber, ich meine ja nur. Na gut. Aber für Chris und Pierce macht das Sinn? Naja, was soll's. Ada, sie darf nicht entkommen. Ich weiß gar nicht, ob die so entkommen kann. Auf jeden Fall direkt hinterher. Ich finde es halt so beeindruckend, dass kein anderes Auto auf all den Straßen, wo wir überall schon lang gefahren sind, ist. Nur unsere Gegner und Ada und. Ja. Was soll's? Nehmen wir es, wie es ist. Er kriegt immer mehr Abstand, Mann. 300, nochmals bald 400 Meter weg. Turbo! A-Knopf, wie ihr so schön lesen könnt, da unten. Könntest du dich drum kümmern, Pierce? Dankeschön. Ich weiß gar nicht, ob das alles in die Hose gehen kann. Ein Flugzeugträger unbekannten Ursprungs nähert sich dem Hafen. Es deutet alles darauf hin, dass er Neo Umbrella gehört. Was? Ein Flugzeugträger unbekannten Ursprungs nähert sich dem Hafen. Tja, was es damit auf sich hat, werden wir gleich auch noch rausfinden. Aber jetzt erstmal Frau Wong hinterher. Der meistbegehrten Frau in Resident Evil. Nicht zuletzt durch diesen Teil. Alle sind hinter ihr her. Aber ich glaube, der Chris, der will nichts von ihr. Wow, oh, wow, wow, wow. Das können wir nicht zulassen. Achtung, ich springe. Kannst du mal schießen? Die ist entwischt. Was? Was? Das habe ich noch nie gesehen. Was zum Teufel? Sie ist entwischt. Hä? Na also! Das ist ja komisch. Na gut, so oft habe ich es auch noch nicht gespielt. Einmal privat. Oh. Da hat es auf Anhieb funktioniert. Sie werden uns nicht los, Ada. Gut, wir können auch nicht mehr machen, als immer, sobald Turbo ist, den Turbo zünden, ne? Wow. Ich fahre einfach nur so schnell, wie es geht, hinterher. Das finde ich ja ein bisschen skurril. Halt immer nur hoffen, dass der Turbo nicht kommt, wenn gerade Kurven am Marsch sind. Also, jetzt sind wir doch schon viel näher der Guten auf der Spur. Es klappt also. Es kommt, wenn ich am Steuer sitze. Beziehungsweise Chris. Oder ich, keine Ahnung. Wie man sagen möchte. Ja, der Chris ist auch schon über 30, ne? Da muss jetzt auch schon wieder zum Sehtest und alles. Resident Evil Racing. Ach, das ist wunderbar. Verdammt! Ich weiß doch, dass hier eine Kurve ist. Ey. Ich fahre doch hier die ganze Zeit lang. Und trotzdem. Ja, aber die hat auch einen ganz schönen Zahn drauf, da mit ihrem... mit ihrem Cabrio oder was weiß ich. Und Turbo! Alter. So, ihr seht schon, jetzt ist nichts mehr von wegen 400 Meter. Gerade mal 100. Also, alles gut hier. Vielleicht gibt es den nächsten Turbo. Dann muss ich immer diese komische Anzeige auffüllen. Ihr bleibt uns mal vom Leib, bitteschön. Soweit kommt's noch. Ja.
Kurze Pause gedrückt, damit es flüssiger wird. Jetzt habe ich dich gleich, oder? Also sie will auch zum Flughafen. Oh Mann, oh Mann. Oh, sieht so aus, als hätte Chris das Bewusstsein verloren. Und das ist in dieser Situation bestimmt nicht so. Eieieiei. Nur Silber? Ja, kein Wunder. Ich habe mich hier angestellt wie ein Abgelaufener. Egal. Wir machen direkt weiter natürlich. Mit Kapitel 4 von Chris. Und das können wir erstmal so lassen. Ja, komm, lass weiter. Alles schön. Alles okay, Captain. Lassen Sie den Kopf unten. Sie haben uns im Visier. Was ist denn hier schon wieder los? Was sind das für Gestalten, ey? Ich komme mir ja vor, als irgendwie bei den Aliens oder was weiß ich, ey. Naja. Bam, das war's wohl. Eine neue Waffe, ist das nicht wunderbar? Hier, Scharfschützengewehr. Darauf hat der Herr Renfield gewartet. Dieser Feind ist anders. Das sind also Neo Umbrellas Paradestöcke, ne? So, aber trotzdem bleiben wir erstmal bei taktisches Sturmgewehr für den Anfang. Oh, oh, oh. Jetzt kommen Gegner. Der kommt mir bekannt vor aus Resident Evil Revelations, oder? Irgendwie schon. Und es werden noch mehr Zombies aus Revelations kommen. Entweder irre ich mich total oder ja, irgendwas läuft spanisch. Sobald wir an der Stelle sind, könnt ihr ja sagen, was ihr davon haltet. So, wie sieht's denn aus hier? Wo sind wir denn hier und was soll das alles? Eine riesige Lagerhalle und auf uns wird wieder geschossen, geschielt. Mit vielen Panzern und. Hier ist viel Raum zum Agieren, würde ich sagen. Wo lang? Hä? Wo geht's lang? Da runter. Okay. Einfach durch die Mitte. Da auch runter. Na gut. Dann halt nicht. So. Wir sollen da hinten hin, also los. Alpha an HQ. Wir nähern uns Ada Wong. Hier HQ. Verstanden. Also ihr könnt in diesem Part mit einer Jagd auf Ada rechnen, mit einem krassen Ende, denn ihr wisst, falls ihr euch erinnert, dass Leon die Info von Chris bekam, dass Ada tot ist, aber irgendwie war sie es ja nicht, ne? Also wie das sein kann, das erfahren wir in diesem Part. Wie? Was für Munition haben wir zu viel? Hä? Don't know. Ah. Alter, es ist weit weg. Aber sonst ist hier niemand, oder? Da ist er. Komm, versteck dich nicht. Jetzt bin ich mittelmäßig stolz auf mich. So. Keine Ahnung, was das für Munition darstellen soll, wo das Problem ist. Ich schmeiß die Blendgranaten weg. Ich benutze die nie. Fertig. Ist halt so. Kommt ab durch die Mitte. Da sollten wir uns nicht so viel aufhalten. Was ist jetzt schon wieder los?
Also die mit ihren Kampfanzügen und alles. Sie darf nicht entkommen. Ist mir schon ein bisschen zu crazy, wie die hier aussehen. Das ist ein bisschen, naja, ungewöhnlich. Okay. Die Tür unseres Vertrauens befindet sich zu unserer Rechten. Ah, verdammt, ich wollte jetzt im Nahkampf angreifen. Aber wollen die anscheinend nicht, ne? Oh, der wartet. Das ist aber nett von dir. Nicht mutieren. Böses etwas. Geh sterben. Na komm, wir gehen. Pierce, komm mal bei. Mach mal auf da. Helf mir mal. Helf dem alten Mann. Wir müssen einen Weg finden zu Ada. Damit wir ihr die Leviten lesen können, aber wird das so einfach gehen? Wir sind also am Hafen hier, am wunderbaren Meer. Mal sehen, ob das gut gehen wird hier. Ich kann mir das problematisch vorstellen. Vor allen Dingen haben die uns scheinbar jetzt gesehen. Ich meine nur, wegen dem Scheinwerferlicht und so. Das ist ja möglich, ja. Vielleicht wollen die uns auch nur den Weg leuchten. Nobody knows, ja. Kommt mir so vor, irgendwie verdächtig. Dann nehmen wir lieber die Beine in die Hand. Oder die Hand in die Beine. Ada, Ada, Ada. Was ist bloß los mit der alten Schachtel? Mit der sexy alten Schachtel. So, wir sind hier, das ist schon mal positiv. Uns fällt schon was ein. Das ist unser Job. Wir beide müssen eine Mission erfüllen. Verstanden? Ja. Verstanden. Ja, der ist aber ziemlich barsch, der Chris. Das gefällt mir irgendwie nicht. Ein bisschen netter hätte er schon sein können, oder? Das kommt wohl vom Soldatenleben. Der hat schon einiges mitgemacht. Hey, Pierce. Ich habe hier was für das Schott gefunden. Genau. Einfach die Rakete benutzen, die hier mitten im Raum liegt. Wenn es sonst nichts weiter ist. Aber so glatt wird das wahrscheinlich nicht ablaufen, oder? Ach, nerv nicht. Zum Glück haben die unendlich Ausdauer, möchte man meinen. Ups, das ist so. Oh, da will ich nicht runter. Wow, 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 wow. Ich weiß gar nicht, wo lang. Zeig mal. Sind wir hier richtig? Okay. Interessant. Und jetzt da hinten irgendwo hoch. Okay, alles klar. Ich sehe schon, da oben müssen wir weitermachen. Einfach das Tor wieder öffnen, indem wir die Rakete abfeuern. So lautet die Devise heute. Ach, der läuft an uns vorbei. Das ist auch gut. Du kriegst aber auf die Mütze, weil deine grünen Augen fallen nicht. So. So, da. Hallo, hallo. Ja, es war eine schöne Halle und ganz nice designed und so, aber irgendwie. Ja. Es ist nicht so mein super Fall, aber gleich wird's krass weitergehen mit Ada. Da könnt ihr euch auf einiges freuen, denke ich mal. Rüber mit dir, Pierce! Und lass dich mal piercen. Und natürlich geht wieder alles schief. Wir werden getrennt. Wie eine Banane von der Bananenschale. Pierce, alles okay? Ja, alles klar. Gehen Sie weiter. Wir treffen uns schon irgendwo. Wird schon irgendwie klappen.
So. Da ist er, die Rakete. Und wir müssen da drüber hangeln. Ob das so einfach ist. Ich tue mal Button Smashing X und trotzdem bist du so langsam irgendwie, lieber Chris. Chris, komm, lass deine... Ich weiß, es ist nicht so einfach, aber hier, du hast doch die Muckis. Also rüber mit dir. Auf und auf und auf. Wenn er für jedes Mal, wo das Knöpfchen drücken würde, seinen Arm schwingen würde, dann hätte er schon bis nach Frankreich sich gehangelt. Er hätte sich auch längst fallen lassen können, aber er will weiter an der Stange hangeln. Das ist schön. Was geht denn mit euch allen ab da? Müssen wir erstmal soweit erledigen. Oh. Okay, ich will auch nicht sterben. Keine Angst. Aber ein bisschen Ruhe muss hier schon einkehren. Wow. Ganz schön was los, ey. Ich würde mich ja gleich heilen mit dem Erste-Hilfe-Spray, aber ich finde keine ruhige Ecke hier. So, jetzt vielleicht? Erste-Hilfe-Spray. Danke. Oh, schon wieder das explosive, blöde, eklige Ding. Kowomski! Quatsch. Das reißt aber nicht die anderen mit, wie es eigentlich sein sollte. Ist das nicht mitreißend? So. Ah, grünes Kraut, sehr gut. Wenn wir dann wirklich eine Ruhephase haben, dann mischen wir mal wieder ein paar Kräuter zusammen. Was zur Hölle willst du denn? Komisches Krustenvieh. Geh baden! So, ich kümmere mich mal um die Rakete, gell? Wenn es nichts weiter ist, dann kümmere ich mich mal drum. So, du werkelst da ein bisschen. Du bist ja talentiert, begabt. Ist ja sicherlich gar nicht so einfach. So, zack. So öffnet man Türen. HQ an Alpha, die Kämpfe in der Stadt weiten sich aus. Sie müssen Ada Wong sofort festnehmen. Verstanden. Sagen Sie den Jungs, sie sollen durchhalten. Und jetzt nichts wie hoch. Wenn das doch nicht so... Naja. Und jetzt? Soll das ein Witz sein? Ich glaube, wir sind nicht länger willkommen. Gut, irgendwie müssen wir uns nach vorne schlagen. Aber irgendwie ist... eher eine unpräzise Angabe, oder? Der haut sich in seinen Kampfjet und ballert so auf uns, ey. Wie sehe ich denn aus? Aber Gott sei Dank kriegen wir das so. Ups, das ist ja. Ich fisch voll gegen das Gitter gelaufen. Ja, ja, passiert mir in Real Life auch auf der. Bam! Umweg. Rein da, rein da, rein da. Das sieht gut aus. Kannst du dich beeilen? Oder was machst du da hinten? Können sie später mit denen noch Skat spielen. Im Moment tun sie ihre Arbeit. Jetzt habe ich aber die Schnauze voll. Ich will jetzt weiter. Ah, hoch da, hoch da, hoch da. Renn dir die Seele aus dem Leib. Mein getreuer Genosse. Hier? Nein. Hier geht's weiter, hier geht's weiter. Wie er noch 20 Meter weg ist. Hallo, Jungspund. Was ist los? Gehen wir ins Fitnesscenter. Obwohl, so unfit sieht er eigentlich gar nicht aus. Weiter geht's. Fühlen Sie schon, wie es sich in Ihrem Körper ausbreitet? Ich gebe Ihnen genau das, was Sie mir gegeben haben, Simmons. Zuerst werden Sie Angst haben. Aber keine Sorge. Sie werden nur zu dem Monster, das Sie immer waren. Sie und jeder andere auf dem Planeten. Sie und Ihre Familie haben die Welt zwar zu dem gemacht, was sie heute ist. Aber ab morgen wird sich alles vollkommen ändern. Das waren Adas Sprüche an Simmons. Aber der hat ja sein Handy zerdrückt oder sein Empfangsgerät, was weiß ich. Und hat da die Hälfte gar nicht gehört. Und Ada hat in Wirklichkeit weitergeredet. Interessant, hm? Okay, es wird wohl noch ein Weilchen dauern. Freunde der Nacht. Dann machen wir hier kurze Pause. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part. Vergesst nicht, einen Daumen hoch zu geben, bitte, bitte, bitte.
Und auf keinen Fall den nächsten Part vergessen, ja. Auf keinen Fall den nächsten Part verpassen, weil wirklich dann kommt was Interessantes. In Anführungsstrichen Adas Tod. Okay, Leute. Bis dann und ciao!